Hallo und willkommen zu meinem neuen Tools Review. Ich habe wieder mal ein schönes neues Tool und zwar passend zu meiner Location, zu meiner neuen Baustelle und zwar einen Kreuzlinienlaser. Hierbei handelt es sich um den Firecore F93TR3D. Ich bin Marc Molter und willkommen zu meinem neuen Video. Beginnen wir als erstes mit unserem Lieferumfang. Unser Firecore kommt in einem Hartschalenkoffer. Hier finden wir alles, was wir benötigen, um ihn in Betrieb zu nehmen. Wir haben für den Start gleich unsere benötigten Batterien und dementsprechend auch eine Halterung sowie natürlich auch ein Adapter, ein Magnetadapter. Dieser Adapter ermöglicht es uns, die Halterungen an Wänden oder eventuell auch an Schnellbaudecken zu befestigen. Des Weiteren haben wir noch ein Zielkreuz, ein Fadenkreuz. Dieses ermöglicht es uns, unseren Laser präzise einzusetzen oder auch auf größeren Entfernungen noch gut zu justieren. Dieses Laser-Fadenkreuz hat unten auch noch zwei Magnete. Somit können wir es zum Beispiel an Trockenbauwänden andocken und somit unseren Laser besser, einfacher einstellen. Aber beginnen wir erstmal mit der Inbetriebnahme des Lasers. Um den Laser in Betrieb zu nehmen, öffnen wir ihn hier auf der Unterseite und legen die im Lieferumfang enthaltenen Doppel-A-Batterien ein. Beim Einlegen müsst ihr auf die Polung aufpassen. Dies ist hier oben auf der Oberseite angegeben. Legt also dementsprechend die Batterien richtig herum ein und schließt euren Rückdeckel. Der Hersteller gibt an, dass wir mit 4 AA-Batterien ca. 4 Stunden lang am Stück mit unserem Laser arbeiten können. Um nun den Laser in Betrieb zu nehmen, empfehle ich, den Laser auf einem Stativ zu verwenden. Das Stativ ist nicht im Lieferumfang enthalten, allerdings haben wir eine Aufnahme für den Laser. Der Laser kann natürlich auch ohne die Aufnahme verwendet werden. Drehen wir ihn um, haben wir unten ein Standard-Stativgewinde. Somit könnt ihr den Laser mit jedem Standard-Kamera-Stativ verwenden. Ihr benötigt hier für den Betrieb auch kein teures Stativ, hier reicht ein Standard-Fotostativ. Da dieser Laser sich automatisch selber ausnivelliert, kann er kleinere Erschütterungen oder kleinere Verfehlungen des Statives sehr schnell ausgleichen. Um einen etwas höheren Arbeitskomfort zu haben, verwende ich allerdings hier meine Aufnahme. Wir können, wie gesagt, den Laser auch direkt auf unser Stativ montieren, aber ich bringe ihn einfach mal auf meiner Aufnahme auf. Hierfür montiere ich als erstes meine Aufnahme auf dem Stativ. Auch hier haben wir natürlich ein Standard 1/4 Zoll Stativgewinde verbaut und wir haben noch eine Aufnahme für ein Profi-Stativ, wie es zum Beispiel für Profi-Nivelliergeräte eingesetzt wird. Um den Laser nun auf unsere Aufnahme zu montieren, entriegeln wir unsere Aufnahme und drehen sie einfach ein Stück nach oben. Hier setzen wir den Laser einfach auf und ziehen ihn fest. Durch die Verwendung dieser Aufnahme haben wir nun die Möglichkeit, unseren Laser etwas präziser in der Höhe einzustellen. Dieses kann man auch mit dem Stativ, aber hiermit funktioniert es deutlich einfacher. Auch ein besonderes Feature, unsere Halterung besitzt natürlich auch einen Magneten. Somit können wir unsere Halterung direkt ohne Stativ verwenden, indem wir sie einfach auf metallische Objekte aufbringen. So, bevor wir nun den Laser in Betrieb nehmen, möchte ich euch einfach noch mal ein paar technische Daten mit auf den Weg geben. Hierbei handelt es sich um einen Rotlinienlaser. Dieser Rotlinienlaser hat eine Leistung von ca. 100 Milliwatt, was also bedeutet, wenn ihr längere Zeit mit diesem Laser arbeitet, empfehle ich euch zwingend, eine Schutzbrille zu erwerben und eventuell mit Schutzbrille zu arbeiten. Dieser Laser hat eine Reichweite von ca. 20 Meter. Diese 20 Meter werden garantiert im Umfeld um den Laser, was also bedeutet in jede Richtung 10 Meter. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich mit diesem Laser auch auf 15 oder 20 Meter Entfernung noch gut arbeiten konnte. Das hängt allerdings sehr stark von eurer Umgebung ab. Ist die Umgebung sehr hell, schränkt sich natürlich eure Arbeitsumgebung ein, was also bedeutet, ihr seht den Laserstrich auf eine gewisse Entfernung dann nicht mehr. Dieses hängt allerdings von der Leistung des Lasers ab. 100 Milliwatt ist schon ziemlich stark. Man kann diese Laser nicht überdimensional stark herstellen, denn hier wird es dann auch gefährlich auf der Baustelle für die ganzen Bauarbeiter um einen herum, denn man blendet sie auch mit dem Laserlicht. Also ist hier ein Kompromiss eingegangen worden. Wir haben hier 100 Milliwatt und kommen hier mit ca. 20 Meter weit. Um nun unseren Laser in Betrieb zu nehmen, drehe ich ihn einfach mal auf euch zu. Wir haben hier verschiedene Betriebsmodis und diese werden über zwei Tasten angesteuert. Wir haben zum einen hier unten unseren Hauptschalter On-Off. Dieser blockiert unseren Laser oder gibt ihn frei
Und wir haben hier hinten unsere Power-Taste. Mit dieser Power-Taste können wir auch den Laser einschalten und durch die verschiedenen Modis switchen. Kommen wir erstmal zu unserem Hauptschalter hier unten. Dieses ist die Arretierung für den Laser. Habt ihr sie auf Off geschaltet, wird der Laser festgestellt, was also bedeutet, im Off-Modus transportiert ihr auch euren Laser, somit kann er nicht beschädigt werden. Und im On-Modus wird der Laser freigegeben und kann sich selber ausnivellieren. Ich schalte einfach mal in den On-Modus. Wir sehen, der Laser schaltet sofort hier oben ein und nivelliert sich auch sofort aus. Wir sehen, hier hinten haben wir sofort eine gerade Laserlinie und könnten dementsprechend sofort loslegen. Hiermit wird die erste Laserlinie freigegeben. Je nach Raum können wir dann dementsprechend 4 Linien an die gegenüberliegenden Wände projizieren. Dieser Laser kann natürlich auch als Kreuzlinienlaser eingesetzt werden. Dafür betätigen wir einfach hier hinten diese Power-Taste einmal und schalten so durch die Modis. Jetzt haben wir unseren horizontalen Laser eingeschaltet und tun dementsprechend einen horizontalen Strich projizieren. Des Weiteren besitzt unser Laser hier noch einen zweiten Horizontallaser. Ich schalte diesen auch einfach mal ein. Und wir sehen, auch hier wird wieder ein horizontaler Strich projiziert. Betätigen wir nun noch einmal die Power-Taste, können wir dann dementsprechend alle Laserlinien einschalten. Das heißt, 3 Laserlinien sind nun im Betrieb. Diese können zum Beispiel in einem normalen Raum bis zu 12 Laserlinien uns an die Wände projizieren, gegenüberliegend an die Wände projizieren. Und somit können wir dementsprechend viele Quadrate an unsere Wände projizieren und haben hier mehrere Kreuzlinienlaser gegenüber, die natürlich perfekt zueinander ausgerichtet sind. Hiermit könnt ihr nun frei arbeiten und könnt zum Beispiel auch euren Laser bewegen. Und wenn ich ihn einfach hier wieder gehen lasse, richtet er sich sofort wieder vage aus. Dieser Laser kann eine Unebenheit von 4 Grad ausgleichen. Das heißt, wenn wir ihn über 4 Grad neigen, kann er sich nicht mehr selber ausrichten. Dieses signalisiert er euch allerdings, indem er einfach anfängt zu blinken. Nun könnt ihr einfach euren Laser wieder unter die 4 Grad bringen und er richtet sich sofort wieder aus. Dann haben wir noch unseren Off-Modus. In diesem Off-Modus wird nun unser Laser gekapselt, also festgeklemmt. Und hiermit haben wir noch mehr Möglichkeiten. Wenn wir jetzt unseren Laser einschalten, können wir wieder mit unserer Power-Taste durch unsere Modis switchen. Dafür einfach länger auf die Power-Taste draufdrücken. Der Laser wird wieder eingeschaltet. Und wir haben hier wieder dieselben Betriebsmodis wie vorhin auch. Allerdings ist nun unsere Laserlinie nicht mehr nivelliert, was also bedeutet, wir können sie frei im Raum bewegen. Somit können wir zum Beispiel Winkel anzeichnen oder irgendwelche freien Konstruktionen an unserer Wand anprojizieren und dementsprechend Fliesen an die Wand legen oder irgendwelche Anbauten an der Wand in diesem Winkel anlegen oder anbauen. Wichtig, der Laser signalisiert uns, dass er nicht ausgerichtet ist, indem er immer mal kurz blinkt. Somit vergesst ihr nicht, dass der Laser halt nicht vage ausgerichtet ist. Dieses ist wichtig, wenn zum Beispiel der Laser auch nicht ganz in der Wagenposition ist. So könnte man nämlich schnell der Annahme verfallen, dass wir hier einen ausgerichteten Laserstrahl haben, einen wasserwaage ausgerichteten Laserstrahl. Durch den Blinken oder durch das Blinklicht signalisiert uns das Gerät, dass dem nicht so ist. Wir können nun, wie gesagt, hier auch die verschiedenen Modis durchschalten und können auch wieder alle Laser dazuschalten und haben somit dementsprechend an jeder Wand ein Kreuz projiziert. Wenn wir nun unseren Laser exakt mittig in einem Raum positionieren, können wir hier exakte Konstruktionen auf unsere Wand anzeichnen und dementsprechend zum Beispiel im Trockenbau Wände kerzengerade aufstellen oder dementsprechend ähnliche Arbeiten ausführen. Somit haben wir nun einen sehr großen Vorteil gegenüber einem Standard-Kreuzlinienlaser. Wir haben nun an jeder gegenüberliegenden Wand ein perfekt ausgerichtetes Kreuz, an das wir dementsprechend unsere Anzeichnungen oder unsere Objekte anbringen können und müssen nicht jedes Mal den Kreuzlinienlaser neu ausrichten. Wir können nun auch aus diesem gekapselten Modus wieder in den normalen Modus zurückschalten, indem wir hier einfach unseren Schalter auf On schalten. Und wir sehen, unser Laserstrahl richtet sich sofort wieder aus und wir haben wieder sofort ein ausgerichtetes Laserbild. Unser Laser besitzt auch eine Schutzklasse, und zwar die Schutzklasse IP54. Diese garantiert einen Schutz vor Sprühwasser, zum Beispiel Regen,
Allerdings schützt diese Schutzklasse nicht vor kompletten Untertauchen. Wenn ihr also den Laser für einen kurzen Moment oder längere Zeit unter Wasser untertaucht, ist eine Wasserdichtigkeit nicht garantiert. Somit könnt ihr den Laser eventuell bei einem leichten Regen einsetzen, werft ihn aber bitte nicht komplett ins Wasser. Diese Kreuzlaser oder generell Kreuzlaser sind eigentlich für den Innenraum konzipiert, was also bedeutet, man verwendet sie im Innenausbau, im Trockenbau oder im Möbelaufbau oder in derartigen Situationen. Man verwendet diese Laser eher nicht im Außenbereich. Im Außenbereich rate ich auch eher von diesen Lasern ab, denn bei sehr viel Helligkeit oder bei sehr viel Tageslicht sehen wir unseren Laserstrahl fast gar nicht mehr. Ich kann es euch einfach mal hier demonstrieren. Wir stellen diesen Laser einfach mal bei sehr guten Tageslicht einfach raus und wir suchen unseren Laserstrahl und wir finden ihn einfach nicht. Dann habe ich noch einen kleinen Zusatztipp für euch. Generell sollte man ja auch mit solchen Lasern nur mit Schutzbrille arbeiten, besonders wenn man längere Zeit mit diesen Lasern arbeitet. Und diese Schutzbrillen, besonders hier diese rot gefärbten Schutzbrillen, haben auch noch einen großen Vorteil. Wenn man diese jetzt aufsetzt, wird der rote Laserstrahl besser abgezeichnet. Das heißt, man kann ihn mit dem Augen besser wahrnehmen. Somit könnt ihr ihn auch noch auf größere Entfernungen besser erkennen. Ich möchte euch das einfach mal hier mit meiner Kamera demonstrieren. Ihr seht hier das Laserkreuz vor euch. Und jetzt halte ich einfach mal die Brille vor die Kamera. Und somit könnt ihr sofort erkennen, das Laserkreuz wird deutlich sichtbarer als ohne Brille. Ich nehme nochmal die Brille weg und ihr seht, somit seht ihr das Laserkreuz zwar immer noch, aber deutlich schlechter. Haben wir jetzt hier zum Beispiel eine größere Entfernung und auch dementsprechend eine etwas hellere Lichtsituation, zeige ich euch dasselbe auch nochmal mit Brille. Und ihr seht auch hier, mit Brille sieht man den Laserstrahl deutlich besser. So, damit komme ich auch schon wieder zum Ende meines Tools-Videos, um ein kleines Fazit zu diesem Laser zu geben. Wer sollte sich so einen Laser kaufen, wer eher nicht? Wenn ihr ambitionierte Heimwerker seid, die viel bauen, viel nivellieren müssen und viel eventuell auch im Innenraum mit Trockenbau zu tun haben, so ist dieser Laser genau das richtige Gerät für euch. Ihr solltet dementsprechend keine günstigsten Laser kaufen, zum Beispiel Laser in der Preisklasse so 60 Euro, 40 Euro oder 100 Euro. Diese Laser können bei weitem nicht so viel leisten wie dieses System hier. Besonders hat mir hier gefallen, dass dieser Laser über 3 einzelne Laserstrahlen verfügt und somit kann ich bis zu 12 Laserstriche an meine umliegenden Wände projizieren und habe dementsprechend auch die Laserstriche gegenüberliegend. Das heißt, ich habe hier ein Kreuz und genau exakt gegenüberliegend dasselbe Kreuz nochmal. Somit habe ich viel einfacher anzeichnen kann, viel einfacher arbeiten, als wenn ich jetzt einen Standardkreuzlaser habe. Diesen müsste ich jetzt hier ausrichten, müsste hier meine Markierung setzen, müsste ihn neu ausrichten, müsste dann eventuell schauen, dass ich diese Linie hier rüber projiziert bekomme und könnte dann erst hier anzeichnen. Nun habe ich hier allerdings die Möglichkeit, einmal den Laser auszurichten und kann auf allen 4 Wandseiten sofort anzeichnen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Decke, denn er projiziert auch dieses Kreuz an die Decke und dementsprechend auch auf den Boden. Das ist natürlich ein großer Vorteil und kann eine sehr große Zeitersparnis darstellen. Besonders wenn ich im Trockenbau irgendwelche Konstruktionen aufbaue, so kann ich den Laser genau an dieser Konstruktion ausrichten und kann mir dementsprechend meine Konstruktion exakt aufstellen. Der Laser hat, wie gesagt, auch einen Feuchtigkeitsschutz. Das heißt, man kann ihn auch bedingt im Außenbereich einsetzen. Allerdings, wie vorhin schon erwähnt, würde ich diese Laser eher nicht im Außenbereich einsetzen, da man diese Striche dann bei Tageslicht dann doch eher zu schlecht sieht. Auch hat mir an diesem Laser der Betrieb mit Standard AA-AA-Batterien gefallen, was also bedeutet, wir können hier Standard-AA-Batterien einlegen. Diese bekomme ich in jedem Laden um die Ecke. Das heißt, wenn ich auch mal einen Auftrag etwas weiter weg habe und meine Batterien gehen leer, kann ich mir hier sofort neue kaufen. Nicht so schön finde ich hier allerdings, dass kein Netzbetrieb möglich ist. Das heißt, ich kann hier kein normales Ladegerät anschließen und eventuell den Laser dann auch per Netzstrom betreiben. Allerdings kann ich bei einer durchgehenden Einschaltdauer von 4,5 Stunden durchaus damit leben, dass dieser Laser nur per Batteriebetrieb betrieben werden kann.
So, und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Reviews angelangt. Noch ein wichtiger Hinweis, dieses Produkt wurde mir netterweise vom Hersteller zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Link zu dem Produkt natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier einfach meinen Kanal und klickt eventuell auch auf die Glocke, so werdet ihr über jedes meiner neuen Videos informiert. Abonnieren ist übrigens auf YouTube kostenlos. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.